Bildung interessiert und fasziniert, wenn auch nicht alle. Ein übervoller Kristallsaal in Waidhofen zum Thema »Brauchen wir die neue Mittelschule?« gibt Zeugnis davon. Die klare und vor allem weitsichtige Stellungnahme der Bildungsministerin hat Freunde, aber auch Gegner beeindruckt. Beeindruckend ist aber auch das neue Schulprojekt in der Hauptschule Ipsitz. Frau Minister, ich bin ja selbst überrascht, dass es hier in unserer Region eine Schule gibt, die so viel Facetten hat. Was sagen Sie eigentlich dazu? Haben Sie das gewusst? Es gibt ja nicht nur eine Schule, die so viele Facetten hat. Ich habe da jetzt gerade einige kennengelernt und bin natürlich zutiefst beeindruckt. Zum einen, was wir am Podium gehört haben über die Schulentwicklung und dann natürlich, was die berufsbildenden Schulen betrifft, HTL. Da kann ich einfach nur gratulieren und mich als Ressortverantwortliche so richtig freuen. Was, glaube ich, das Publikum, nicht nur das Publikum, sondern auch jeder Österreicher gerne wissen möchte, Sie haben heute die Bildung und ich würde auch dazu zählen, die Gesundheit als die wichtigsten Säulen einer Gesellschaft bezeichnet. Warum gibt es genau für diese Ressorts einfach nicht genügend Geld? Also ein bisschen muss ich es korrigieren. Natürlich brauchen wir noch mehr Geld, aber im Bildungsbereich investieren wir deutlich mehr. Und es ist schon wichtig, auch einmal festzuhalten, seit dem Jahr 2007 haben wir 7000 Lehrerposten geschaffen. Nennen Sie mir einen Wirtschaftszweig, eine Branche, die 7000 Arbeitsplätze in Österreich in den letzten Jahren neu geschaffen hat. Das ist der Bildungsbereich und ich kann nur an die Jugend mich auch wenden und sagen, die Schule hat Zukunft, der Beruf des Lehrers, der Lehrerin hat Zukunft und es ist einfach wichtig, dass wir nachhaltig hier investieren. Eine Frage noch, Sie haben natürlich den Ausbau der Schulen auch im Sinne, es wird aber nicht gleich gelingen. Vielleicht wissen Sie, in Waidhofen ist die Büromöbelfabrik Bene ansässig und die haben ein mobiles Office entwickelt. Ist das interessant für Sie? Das ist interessant für mich, wie überhaupt alle Büroraumgestaltungen ganz, ganz wichtig sind, denn Schule ist eine Expertenorganisation. Die Lehrer und Lehrerinnen verbringen sehr viel Zeit mit den jungen Menschen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie auch der Arbeitsplatz der Zukunft für Lehrer und Lehrerinnen ausschaut. Ich möchte ja nicht die Schule haben, wo die Lehrer von 8 bis 17 Uhr am Standort sind. Da habe ich schon in der Wirtschaft gekämpft für flexiblen Arbeitseinsatz, für mobile Möglichkeiten, sich im wahrsten Sinn des Wortes einzubringen, einzuklinken. Und wir werden hier seitens des Ministeriums auch gemeinsam mit der BIK auch Konferenzen organisieren, um einfach neue Möglichkeiten auszuloten. Und ganz viele gute Beispiele, die wir im Schulbereich ja auch schon haben, wollen wir präsentieren und verbreitern. Es ist viel mehr möglich heute schon, als so manche glauben und meinen. Eine ganz kurze letzte Frage. Ein hier ansässiger Hochschulprofessor aus Waidhofen hat mich gebeten, Ihnen die Frage zu stellen, was Sie eigentlich von den Studiengebühren halten, wie Sie dazu Stellung nehmen. Persönlich vertrete ich hier die Meinung der Sozialdemokratie. Ich halte von Studiengebühren, vor allem wenn wir sie jetzt unter dem Aspekt Lösen der Finanzierungsprobleme der Universitäten diskutieren, gar nichts. Denn wenn wir sie einführen würden, dann müssten die mit einem Stipendiensystem verbunden sein. Und da sage ich als gelernte Betriebswirtin, da ist der Nettofinanzierungseffekt so gering, dass wir uns den Aufwand nicht antun sollten. Die Universitäten brauchen eine nachhaltige Finanzierung und wir müssen uns auf europäischer Ebene für eine Lösung einsetzen, wie wir mit den Studierendenströmen aus dem Ausland fair umgehen. Denn es ist sicher nicht fair, dass jetzt aus Steuermitteln, aus österreichischen Steuermitteln finanzierte Studienplätze dann aufgrund der Numerus Clausus-Bedingungen in Deutschland hier dann von deutschen Finanzierenden eingenommen werden. Frau Minister, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.